Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, der Dennis, für die mich nicht kennen. Und so habe ich heute vor, ein Video zu machen über die Fuhrpark, bzw. Mittelwagen und Steuerwagen von den jeweiligen lokgespannten Wendezügen, was wir in TSW haben. Und heute habe ich mal erstmal so einen kleinen Anfang hier. Natürlich wird es nicht aus mehreren Videos bestehen, nein. Das ist erstmal so, dann mache ich den Cut, dann werde ich den nächsten Garnitur so zeigen und so, ne? Ja. Bisschen meine Meinung dazu, was man besser machen hätte sollen oder könnte oder noch machen kann. Ob es gut ist, ob es schlecht ist oder ob das realitätsnah ist oder nicht. Ja. Wir reden nicht groß und viel. Wir gehen mal direkt zu dem ersten rüber. Normalerweise fängt man genau damit an. Ich mache es aber andersherum. Ich fange von links nach rechts an. Normalerweise macht man ja ein TSW von rechts nach links, aber egal. Also, dann haben wir den ersten Garnitur. Den allerersten Garnitur. Und zwar den 767.2 mit 143. Woher kriegt man den ganzen Spaß? Natürlich von Rosig Nord. Erstens Rosig Nord. Ist halt aber leider falsche Steuerwagen. Fängt schon super an. Realitätsnah. An sich so, ist realistisch, aber der Steuerwagen ist falsch. Es fuhr nämlich kein Dosto 04, sondern Dosto 03. 03 sage ich schon, dritte Generation, so. Ja, also quasi der, wie Nico sagen würde, Wittenberger Steuerwagen halt in Doppelstock-Variante. ja, an sich wirklich geil, lustig, süß, alles was es gibt. Halt nur, der Steuerwagen ist falsch. Ja, realitätsnah ist jetzt nicht so krank, aber wie gesagt, vom Konzept her ist schon realistisch, aber halt nur der Wagen. Rewe ich direkt groß und ganz und Rewe machen wir direkt weiter. Achso, ja, wie ich ihn an sich TSW finde, ja, kann man machen, ne? Also. So, als nächstes 767.2 mit Taurus. Woher kriegt man den? Rapid Transit müsst ihr aber extra kaufen für 13,99. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt im Angebot ist. Schreibe ich dann irgendwo rein, wenn es im Angebot ist. Wenn nicht, dann schreibe ich halt nichts. Auf jeden Fall die nervigsten Dostos, was es in TSW gibt. Ich kann es euch mal ganz, ganz schnell zeigen. Dann hört ihr gleich, warum ich das mit nervig meine. Ich werde sogar die Stelle dann laut machen. Ich fahre mal ein bisschen rückwärts, dann fahre ich mal wieder vorwärts. Acht auf den Sound. Jetzt noch mal. Genau das meine ich. Abstand, nervigster Sound. Die Bremsen sind die ganze Zeit angelegt, irgendwie, glaube ich, oder so. Oder, wo wenn ihr das Geräusch macht, der ja, wenn er an der Kurve ist. Naja. Realitätsnah schon gut, weil die fuhren ja auf S2 damals. Ich glaube, heute fahren sie nicht mehr. Ich glaube nur vereinzelt, wenn schon nur. Sehr wenig also. Diese Stange nervt gerade, ich weiß. So. Ja, dazu kann ich jetzt eigentlich nichts sagen, weil ich ja nicht in Leipzig wohne. Oder im Raum Leipzig. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon, dass sie noch fahren. Und ja. Ich würde sagen, wir löschen die mal, damit wir nicht die ganze Zeit irritiert sind. So, dann können wir wegmachen. Ja, als nächstes 766.2. Den kriegt man von Tarantarampe. Ja. Gott sei Dank haben sie den Lichtbug hier gefixt. Aber macht jetzt auch nicht das Ganze viel kranker oder so. Ja, 766.2. Ja. Realitätsgetreu. Ja, auf S3 fahren sie tatsächlich. So, manchmal kommt auch unter 3 Wagen oder so, aber ich weiß, soweit ich weiß.
Was aber scheiße, aber schade ist, keine VVO-Lackierung. Es gibt Steuerwagen, die auf S3 fahren und mit VVO-Lackierung. Klar, es gibt auch so eine, aber es gibt auch mit VVO. Hätte man ja den einfach direkt mit liefern können, die da hinten. Ne? Also, ist halt schade. 143 da hinten. Wir haben eine neue 143 bekommen dadurch. Neu in Anführungszeichen. Ja. Realitätsgetreu, schon gut, okay, kann man machen, ne? Aber steuerbar. Generell VVO-Mittelwagen gibt es auch nicht hier, gerade, merke ich hier, ja. Hätte man machen können, ne? Ja, da gibt es keine Punkte, Leute, bevor ich das sage, ne? Ich sage ja nur meine Meinung dazu, und das besser machen könnte, was man da besser machen kann. Und ja. Weiter geht's mit Hamburg-Lübeck-Dostos. 766.2. Ja, da fängt schon das erste an. Und Bauer sein, falls du das siehst, bitte nicht sagen, jammern auf hohem Niveau, das ist aber halt so, weil jeder hat's getriggert, es hat jeden getriggert damals. Hoheitsstick-Dostos, wo sind die? Wo? DTG, warum? Warum diese Wagen? Ich habe nie Tiefeinstieg bei Hamburg gesehen. Hoch habe ich nur gesehen. Außer bei Metronom habe ich die tief gesehen, aber mehr nicht. Hoheinstieg, Digga, wo sind die? Naja. Jetzt habe ich erstmal nur vier Wagen-Varianten ausgewählt, aber. Ne? Hocheinstieg hätten wir schon neue Dostos gehabt. Wir dachten so Hamburg-Lübeck, ja, Hocheinstieg-Dostos. Aber sehen wir auf den Bildern, Tiefeinstieg. Realitätsgetreu, leider muss ich hier leider sagen, nicht so krank, weil Tiefeinstieg ist wirklich das Einzige, was mich triggert. 112 Sound ist einfach genau die alte 143 Sound, wenn er so dass er weint, wenn er beim Vollgas ist. Das heißt Vollgas, bei 160 um den Dreh ist. Also quasi genau der alte Sound von 43. Hätten sie einfach bei der 43 übernehmen können hier, aber nein. Ja, Steuerwagen kennt man ja bereits. Vor jeder Strecke. Kann man machen. Ja. Dann geht's weiter mit Rosenheim-Salzburg-Dostos. Unsere erste TSW4-Fahrzeug. Kann man jetzt so nennen. Ja. Auf der Strecke muss ich sagen, ist realistisch. Da fuhren Dostos. Ob da jetzt Tiefeinstieg fuhr, ich glaube schon wegen Bayern allein schon. Rosenheim, ja, und dafür auch eine neue Lok 111 hinten dran. Bei der 182 muss schon mal bei HBK, sag ich schon. Bei wie hieß das nochmal? Rapid Transit Toaster muss ich auch noch erwähnen. 182 kriegt man dann aber im behinderten Sound. So, hier 111, sehr geile Lok, kann ich jedem empfehlen. Ja, und die Toaster sind halt in dem Fall auch realistisch, deswegen sehr gut Realität gemacht, muss man sagen. Ob man jetzt da auf der Strecke noch einen KI-Verkehr machen kann, KI-Verkehr, schon noch ein anderes Fahrzeug gebaut hätte, weiß ich jetzt nicht. Die, die da wohnen, können ja schreiben, was da zu dem Zeit noch fuhr, außer Dostos. Und ja, machen wir weiter. VVO-Dostos mit 143 und mit 146. Wo kriegt man die? Richtig, Dresden-Rieser. Ja, mit Dresden-Rieser kriegen wir noch mal eine 143, aber diesmal eine verbesserte Sound. Und eine 146.2. Schade, dass der DTG keine Punkt 0 oder Punkt 1 gemacht hat. Wobei Punkt 0, glaube ich, wäre realistisch. Und ja. Was soll ich sagen? Das auf S3 würde eher passen, sage ich jetzt schon mal. Als die wir jetzt haben, ne? Aber das hier, das was wir sehen, ist eine, ich sag mal, RE50 Garnitur. Kann auch S1 Garnitur sein, aber RE50. So. Was hätte man hier machen können? Also bei den Dostos an sich nichts. Vielleicht Hocheinstieg, aber Hocheinstieg gibt es so gut wie gar nicht mehr. Deswegen lasse ich das mal so gelten. Aber 146.0 hätte man machen können, ja. Ja. Also, da hätte ich auch diese Lackierung hier. Bei der 146. Hätte ich das nicht bei Punkt 2 gemacht, sondern Punkt 0. Wisst ihr? Ich bin jetzt im Creators Club, ne? So, ja. Realitätsgetreu, ja. Ist gut. Halt aber nicht Punkt 2. Punkt 2 fährt zwar in Dresden, aber ich hätte eher Punkt 0 gewünscht. Ja.
Komme ich schon dem letzten Lustus, die man so spawnen kann, weil Kassel-Würzburg konnte ich nicht spawnen irgendwie. Ja. Mein Spessartbahn-Dostos. Das sind die zweitältesten Dostos nach Rosignord, die wir so bekommen haben. Mit dabei 146. Findet den Fehler. Nein, Spaß. Ich glaube, auf mein Spessartbahn fuhren auch 111, so wie ich das weiß. Ich wohne da nicht, deswegen habe ich so gut wie fast gar keinen blassen Schimmer, was da fuhr damals. Deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, ob das realitätsgetreu ist oder nicht. Was ich aber eher gewünscht hätte, wäre Twindex. Bin ich ehrlich. Twindex hätte ich mir gewünscht. Ja, okay, das war damals noch TSW 2, TSW 2020 Zeiten. Oder 1 sogar, TSW 1 Zeiten. Wo Dostos noch neu war. Da war ja noch zum ersten Mal die Bahn- oder Zugzielanzeigen dabei. Ne? Und ja. Realitätsgetreu, wie gesagt, kann ich nicht erwähnen. Aber ich hätte mir Twindex gewünscht. Ja, damit wären wir auch mit allen Dostos durch. Machen wir weiter. Aber hier kurz einen Cut. Damit machen wir schon weiter mit dem N-Wagen. Kennen wir seit TSW 2, TSW 2, ich glaube, TSW 3. So. Wir fahren schon mit dem ersten an. Verkehrsrot mit 110. Perfekt, wirklich, bin ich ehrlich. Ganz schön. Das war also, zu dem Zeit bin ich das Beste sogar. DC, das beste DC für TSW 3. Nach ICE 1. Nein, auf jeden Fall, es war sehr schön, DC, also, Bremen-Oldenburg war schon eine Strecke damals, wo ich gesucht habe, allein mit dem in der N-Wagen. Allein mit der Steuerkopf, beziehungsweise Karlsruher Kopf. Das war so geil. Und ja, ob das realitätsnah ist, weiß ich nicht. Schlag mich tot, aber ich glaube schon, dass es schon realistisch ist. Wenn nicht, schreibt es in den Kommentaren. Aber ich glaube, laut Google-Bildern habe ich auf jeden Fall gesehen, dass es Realität ist. 110 zumindest, aber ob der jetzt ein Karlsruher fuhr oder Wittenberger, andere Frage. Egal. Auf jeden Fall geil. Habe ich nichts dazu zu sagen. So, machen wir weiter. Ebenfalls TSW 3 Zeit. Mintlingen. Mintgrüne. Karlsruher Kopf mit N-Wagen und Orientrote 110. Ja. Bin ich ehrlich? Unnötig. Warum unnötig? Bevor ich jetzt hier komplett geschützt werde. Das reicht schon. Warum da sowas wieder, ne? Jetzt sagen welche gleich wieder, ja, warum hast du es dann gekauft? Weil ich es kann. Ich habe es aber nicht auch für Vollpreis gekauft, sondern im Angebot. Also, ne? Bei Sachen, wo es doppelt drin ist, kaufe ich die mir nicht sofort. Außer es ist wirklich so geil, dass ich es sofort haben will. Aber nein. Bei Sachen, die doppelt sind, kaufe ich die erst entweder später wirklich im Angebot oder halt, wenn es kein Angebot gibt und ich schon Geld habe, aber dafür, dann hole ich es. Ganz einfach. Ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Realitätsneu weiß ich nicht. Ich habe nie gelebt zu dem Zeit. Ja. Machen wir einfach weiter. Ne? Ja, das ist einfach eine Garnitur, die ich zeigen will. Und zwar mit der 111 da hinten. Kann man ja fahren. Das ist das Schöne, wenn man halt Rosenheim-Salzburg und Bremen-Oldenburg hat. Ist halt sehr, sehr geil. Kann man als S-Bahn fahren. Regional-Express, Regionalbahn, wie ihr wollt. Ja, wollte ich immer so zeigen. So, als nächstes haben wir zwei geile Wagen, aber einer davon ist nicht so geil, und zwar, das war's, der hier, und zwar der ÖBB BIMS, nein, BMZ, ja, haben wir für die Strecke Semmeringbahn bekommen, und an sich, geil, ne? Wenn man ja so die Lichter Unterschiede, ich kann nicht mehr reden, Digga, Lichter hier unterscheiden kann, ne? Hier sieht man die, hier sieht es von Intercity aus, hier sieht es von Dingsbums aus, BMZ. Hier haben wir jetzt ein AVMMZ, dahinter ist ein BMMZ. Hier haben wir leider nur BMZ, also was ist BMZ? Nur die zweite Klasse Variante. Keine Ahnung, was ich da DTG dabei gedacht habe. Ich glaube, DTG hat es gebaut, hoffe ich. Weil, I mean, wo ist die erste Klasse? Ich habe die selber lackiert und so, ja, ne, mit Details schön und so. Aber ich will so eine zweite Erstklasse haben. Wo ist die DTG? Warum gibt es da keine erste Klasse? Warum? Lieber finde ich darüber. Ganz einfach. Realitätsgetreu. Gehe ich mal davon aus, schon Realität ist, aber ohne Erstklasse weiß ich jetzt nicht. So. Über diese Wagen hier. Und zwar die AVMMZ und BPMMZ. Als die 101 rauskam,
Ihr könnt ja meine allererste Livestream sehen. Da habe ich nur das Eis vorgestellt, damals noch, wo ich meinen allerersten Livestream gemacht habe, wirklich. Ja, Leute. Ich habe die gefeiert, muss man sagen. Ich habe die gesuchtet wie noch nie. Als ich noch mein Level 500-Account hatte, da waren die Level 40. Also so gesuchtet habe ich. Ja. Aber bei dem brauche ich jetzt eigentlich nicht so krank vieles sa zu sagen. Außer jetzt, dass jetzt, ne? Bordbistrophäe, Drehfalltüren wäre nicht schlecht. Ne? Was geil ist ja, der Steuerwagen kommt endlich für. Jetzt nicht für diese Wagen, aber jetzt, ich sage einfach trotzdem diese Wagen hier. Es wird eine Expert-Line sein. Deswegen. Ja. Das ist echt schön und so. Ne? Hoffen wir mal, dass auch wirklich gut sein wird. Ja. Wie gesagt, alternativ wäre jetzt hier auch noch dann Bordbistro und generell Drehfalltüren. Es gibt auch Wagen, wo dieses Wagenkasten nicht enthalten ist. Das sind auch meistens die Drehfalltürenwagen. Es gibt auch Drehfalltüren, wo dieses Wagenkasten unten da gibt. Aber ja. Also, im Grunde genommen, was will ich? Was sind die Verbesserungsvorschläge? Oder was man machen kann? Gemischte Garnituren, zum Beispiel. Von der Dinge, was ich will, ist gemischte Garnituren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Dresden-Riesa fahren, auf diese wunderschöne Strecke da. Zum Beispiel RE50 mit. Wobei RE50 war der behinderte Vorschlag. RE18 oder 15 oder RB31, je nachdem. 112. Normale Mittelwagen mit erster Klasse, VVO-Mittelwagen und dann VVO-Steuerwagen. Beispiel als erste Garnitur, mit der man zum Beispiel fahren würde. Dann zweite Garnitur als entgegenkommender Zug, KI-Zug. 112, VVO-Wagen, VVO-Wagen, normale Steuerwagen. Sowas Beispiel. Dass so gemischte Garnituren kommt, wisst ihr? Klar, gibt es bei manchen Karten. Tatsächlich, zum Beispiel der Intercity jetzt hier. Der fährt manchmal als komisch halt, ne? Dass die erste Klasse hinten ist, vorne, ich glaube bei einem sogar in der Mitte. Ne? Das wäre sowas. Dann die DOSTOS natürlich, DOS zur Generation, zur erste, zweite, fünfte, sechste Generation. Dann Wittenberger Kopf, ne? Dann ein. Dann die Intercity-Wagen, die ich aufzählt habe, dann die erste Klasse BMZ-Wagen von Semmeringbahn wäre noch wichtig. Und Hocheinstieg-Dostos generell. Ja, weil Hocheinstieg unterscheiden sich schon zu Tiefeinstieg. Also wäre nicht schlecht, wenn es davon was geben würde. Und ja, ich würde dann sagen, Leute, das war's mit dem Video. Abonniert gerne den Kanal, verpasst, um nichts mehr zu verpassen. Am 25. wird dann der Semmering, sag ich schon, 2018 vorgestellt. Bleibt dran, Leute. Bis dahin, haut rein, euer Dennis. Ciao. Ja, und dann machen wir weiter einmal mit dem Fernverkehr, beziehungsweise Triebwagen-Fernverkehr. Was ja der liebe Nico King, aka der CSV-Fuel-Painter, nicht gemacht hat. Ja, wie ihr merkt, klar, der Rest kam ja TSW 3, ja? Aber es gibt auch zwei, die von TSW 2 sind. Einmal ganz links, ICE 3M und rechts neben 1er, der normale Dreier. Das ist das Content, seitdem wir TSW 2 haben, von Fernverkehr, Triebwagen oder Triebfahrzeugen her. Fangen wir mit der ersten an. Zum Linken. Einmal der ICE 3M. Und Leute, als ich den gehört habe, Digga, ich bin aufgesprungen, habe alles weggelassen, was ich lassen konnte. Nach der Schule direkt PSN-Karten geholt, bam, reingesteckt und direkt TSW2 geholt und damit gezockt. Also wirklich. Gehört ja zu meiner Lieblingsbaureihen, was in Deutschland gibt. Lieblingsbaureihe, nicht Baureihen, ne? Baureihe wirklich. Meine Lieblingsbaureihe. Von Triebfahrzeugen her ist der 3M, weil ich ihn einfach optisch viel schöner finde als der von normale Dreier. I mean, ne? Allein wie das so aussieht, dass er so viele Pantos hat und so, das sieht so geil aus.
Ist halt schade, dass er bald aber weggeht in echt. Und ja. 10 von 10, brauchen wir nicht dabei zu reden. So. Jetzt komme ich zum zweiten Fahrzeug. Ja, der Einser, ne? Ich krieg schon Gänsehaut, Alter, wenn ich darüber erzähle. Wer weiß es noch, als TSW 3 noch dieses DTG dieses 24-Stunden-Stream gemacht hat, beziehungsweise mehr als 24 Stunden, das ging ja ein paar Tage. Im Hintergrund hat man ganze Zeit was gehört. Mit der 395 zusammen. Und als ich das im Tunnel gesehen habe, ne? Das Teil, wie der aus dem Tunnel rauskam. Eieieiei, ihr wollt nicht wissen, ne? Ihr wollt es nicht wissen. Glaubt mir. Ja. Einser. Habe ich mir oft gewünscht als zweites Fahrzeug, was mir auch tatsächlich als zweite Lieblingsbaureihe zählt in Deutschland. Und ja, wollen wir nicht überreden. 10 von 10. Perfekt für Kassel-Würzburg auch noch. Mehr sage ich dazu nicht. So, da haben wir noch ein Fahrzeug, was an meinem Geburtstag rauskam. Am 22.10.2020. Und zwar ICE 3 von München-Augsburg. Ist geil, kann man machen. Mit Regenbogenstreifen, ne? Aber ich nichts dazu sagen, 9 von 10 ist halt drei normale Dreier, ne? Der nur in Deutschland fahren kann, der kann ja Niederlande und so fahren, Belgien. Und ja, mehr sage ich dazu nicht. Rechten haben wir, was auch bei Kassel-Würzburg kam, der Dreier von Kassel-Würzburg, richtig. Der normale Dreier wieder hier. Fast 1 zu 1 wie der andere, halt der einzige Unterschied, TSW 2 Grafik, TSW 3, 4, 3 Grafik, doch 3, ja. Ja, mit der zusammen halt. Ja, Leute, das ist halt das Leben, ne? Das ist noch nicht fertig. 8,5 gebe ich bei denen. Weil er bremst ein bisschen schlechter als der. Ob das jetzt realistisch ist, ist eine andere Frage. Haben wir einmal den Regenbogen ICE 3, was sehr viel gehatet wurde. Dass es auch hier in echt gibt, was ich verstehen kann, sehr gut verstehen kann. Aber ich halte mich fern von dem Ding einfach, ganz einfach. Wenn ich den sehe, filme ich zwar den, aber besonders finde ich den jetzt nicht wirklich. Da finde ich über den Europa schon besser. Viel besser, was ich ja auch übrigens gemacht habe. Kann ich ja direkt mal kurz zeigen, schnell. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, eigentlich heißt Eigenlob stinkt, aber ich zeige es trotzdem, weil ich es kann. Hier. Ne. Den habe ich gemacht. Leider kann man das nicht hochladen. Hoffen wir mal, dass bald ein Mod gibt oder so in TSW 4 oder halt DTG dafür zuständig ist, dass man den Dreier hochladen kann irgendwann. Und ja, den kleinen ICE, was man oft auf TikTok sieht bei den manchen Videos von dem Trainspotters, die auf TSW 4 so spotten, das gehört auch von mir, ne? Danke an jeden, die das machen. Auf jeden Fall, wir kommen vom Thema ab. Regenbogen, 4 von 10, habe ich mir gekauft, aber als es 2 Euro kostet. So. Was ich auf jeden Fall hier zur Verbesserung vorschlagen kann, auf jeden Fall eine ICE 2. Eins haben wir, drei haben wir. Die goldene Mitte fehlt, die Zweier. Also, wenn wir die Zweier kriegen, perfekt. Eigentlich voll einfach, wirklich. Weil, die Wagen kann man so lassen, bin ich ehrlich. Hier natürlich hier Front, ne, kuppelbare Kupplung, Scharfenbergkupplung, Lichter anders machen, alles. Drinnen etwas moderner vielleicht gestalten. Ja, wobei moderner bei Zweier glaube ich ja nicht. Ja, dann tief gelegene Bordrestaurant und dann ein Steuerwagen. Gut ist. Bam, hat man ein Zweier. Oder hier, komplett neue Modell. Vielleicht ICET mit Neigetechnik. Schön, sowohl der 411er, 415er. Das wäre auch was. Oder ICE4. Klar, der ist ein bisschen frisch, aber wird ja seit 2012 gebaut. Ne? Oder Velaro D. Ne? Kann man ja auch machen. Velaro Neo wäre, glaube ich, wirklich zu neu für die. Ne? Aber ja, oder TD, eine Strecke nach Kopenhagen oder so, ne? Also ich würde eher mehr Zweier und T Dings machen, das wäre ja sogar perfekt für Dresden-Riesa, ICET, ne? Wollte ich schon mal so erwähnen, ICET wäre perfekt für Dresden-Riesa, weil der fährt ja in echt da. Ja, Leute, das ist das Fernverkehr, was wir haben von Triebwagen her. Schreibt in den Kommentaren, was ihr davon hält.